Welche Energien auf Sie warten oder Sie beeinflussen? Rosalinde Haller verrät es Ihnen. Montag, 17. August. Heute ist ein Schwendtag. Das heißt, es ist besser, nichts Großes Neues zu starten, denn all das vergeht wieder. Es bringt mehr, wenn Sie nur Routinearbeiten erledigen. Achten Sie auf Herz, Kreislauf und Wirbelsäule. Bei Cholesterinproblemen könnten Sie bei den Fetten auf das gesunde Distelöl umsteigen und das Herz könnten Sie mit Weißdornextrakt oder Saft stärken. Vorsicht, es geht heute allgemein oft recht heiß her. Beim Grillen, mit offenem Feuer aufpassen, ebenfalls die Haare nicht zu heiß föhnen, aber auch stimmungsmäßig wäre es besser, nicht zu hitzig zu reagieren. Sie können Überholtes aussortieren und Platz für Neues schaffen. Dies lässt nach Feng Shui auch die Energie im Haus wieder besser fließen. Heute wollen Sie gerne für andere da sein, Soziales und Fürsorglichkeit ist Ihnen wichtig. Achten Sie aber darauf, dass Ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Das Wetter schlägt bei dieser Energie oft sehr leicht um. Vorsicht bei Wanderungen am Berg.